Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt schon mein letztes Video gesehen, denn dann wisst ihr, es kommen jetzt einige Herbstvideos auf euch zu. Und damit dann natürlich auch gleich zum Thema des heutigen Videos und zwar Dinge, die man im Herbst machen kann. Damit stelle ich euch ein paar Ideen vor, die ihr diesen Herbst machen könnt. Und vielleicht habt ihr das eine oder andere auch noch gar nicht gedacht. Und damit würde ich sagen, fangen wir gleich an. Los geht's mit dem Video nach dem Intro. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Gleich zu Beginn, Herbstpicknicks. Picknick kann man immer machen und im Herbst noch schöner. Sucht euch einfach einen schönen Ort in der Natur oder im Park, wenn sich die Blätter schon so leicht verfärbt haben. Und macht da einfach ein kleines Picknick. Dazu habe ich natürlich hier für euch noch ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr es euch ein bisschen besser bildlich vorstellen könnt. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel, nehmt euch ein paar Freunde oder man kann es natürlich auch alleine machen und macht ein Herbstfotoshooting. Natürlich dann auch mit der passenden Ästhetik. Und ja, ungefähr sowas könnte man dann umsetzen. Natürlich auch, wenn man sagt, gut, man möchte jetzt nicht mit Gesicht zu sehen sein, braucht ein paar Instagram-Fotos oder einfach für sich ein paar schöne Fotos oder falls man die Fotos dann auch ja, ausdruckt und in irgendwelche Bilderrahmen machen möchte, dann ist das natürlich die passende Season dafür. Geht ins Café, holt euch einfach einen Pumpkin Spiced Coffee oder irgendwas mit Zimt, ja, Apfel, egal, irgendwas, was so ein bisschen die Herbststimmung gibt, geht ins Café mit Freunden oder alleine, falls man nebenbei noch was machen will am Laptop oder irgendwelche Fotos gerade nochmal durchgucken möchte, die man gemacht hat. Im Herbst ist es dann auch nochmal schöner und man dann ja da so sitzt, ganz entspannt, einen Film guckt oder sowas. Noch nie einen Menschen gesehen, der im Café einen Film guckt, ja, da wirst du glaube ich rausgeschmissen, aber naja, gut. Falls ihr auch kreativ seid und einfach mal Lust auf was Neues habt, ganz egal, ob in der Großstadt oder in der Kleinstadt, könnt ihr vielleicht mal überlegen, euch einen Töpferkurs schenken zu lassen oder selber zu buchen. Falls ihr dann aber Lust habt und euch denkt, ich bräuchte vielleicht mal ja, die passenden Klamotten, die passende Kleidung, irgendwie schönes Sweater oder sonst was, dann könnt ihr auch gerne Secondhand shoppen, ob ihr in irgendwelche Läden geht, ob ihr online guckt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Apps, die man da nutzen kann. Und dann einfach vorher so ein bisschen die Vorlagen raussuchen. Ich würde euch auch nicht empfehlen, 2, 3 zu suchen, sondern sucht dann gleich so 10, 20 und dann entscheidet ihr nochmal eure Top 5 oder welche Sachen in den Top 10 sind, wo ihr sagt, würde ich das sehen, würde ich das direkt mitnehmen und dann gleich verschiedene Sachen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr 3 Sachen raussucht und genau diese 3 Sachen bekommt, ist dann schon wieder schwieriger. Habt ihr eure Freunde eingeladen oder denkt, nein, ich möchte alleine relaxen, dann einen Movieabend machen. Ob das Horrorfilme sind, Scary, Thriller, wie auch immer. Oder dann vielleicht doch, ja, ihr sagt, gut, lieber irgendeine Serie, eine schöne, entspannte, angenehme oder ein Film, der ja einfach mal, den man nebenbei schön schaut, sondern man macht sich einfach ein bisschen Popcorn oder Kekse backen vorher und sagt sich, gut, wir schauen jetzt vielleicht sogar als Marathon. Dann gerne mal gucken, Bibliothek, was gibt es da in meiner Nähe oder vielleicht Museum. Und wie gesagt, das kann man auch alleine machen, gar kein Stress, macht euch da gar keine Probleme. Kopfhörer auf, eine leichte, schöne Musik an. Und dann ist man schon im Film drin. Habt ihr vielleicht ein Talent im Zeichnen, im Malen? Seid ihr irgendwie ein bisschen künstlerisch? Dann könnt ihr entweder zur Entspannung mit Hintergrundmusik draußen oder drin schön was malen, was zeichnen, Skizzen machen, wirklich mit leichter Acrylfarbe in einer kleinen oder in einer großen Größe. Ihr mögt kleine Partys oder ein nettes Beisammensein, dann natürlich eine Herbstparty veranstalten, dann so ja, mittags, nachmittags anfangen bis abends und dann macht man nachts noch irgendwas. Irgendwie ein bisschen draußen dekorieren. Wollt ihr so in die Richtung was machen, aber es eher klein halten, dann Herbstfeuer. Man holt die Marshmallows raus und grillt einen Apfel auf einem Feuer. Also einfacher geht's nicht. Dann einfach irgendwo treffen bei jemandem, der das hat, der einen Hof hat, wo man es machen kann und machen darf. Oder irgendwie, der ein Haus hat.
Seid ihr vielleicht so drauf, dass ihr sagt, ich möchte für jede Jahreszeit oder vielleicht für verschiedene Anlässe oder auch wie ich das gemacht habe, für den Herbst etwas, ja, leicht dekorieren? Habe ich sonst die Jahre auch nicht gemacht, ist jetzt das erste Mal, dass ich gesagt habe, gut, ich hole dieses Jahr die ganzen Sachen, nicht zu übertrieben, bisschen leichte Deko. Falls ihr mal so denkt, ja gut, man kann den Kaffee ein bisschen aufpeppen oder den Kakao, Eis und Schokolade, wie auch immer, dann könnt ihr ja mal probieren, entweder genaue Starbucks-Rezepte, Drinks nachzumachen, die dann natürlich einen Herbstflavor haben, also Kürbis, Zimt, Apfel, wie schon vorhin gesagt. Oder ihr sucht dann natürlich, wieder zu empfehlen, Pinterest für verschiedene Kaffeearten oder Getränkearten. Und ja, probiert einfach mal was aus. Auch Geheimtipp, gut für YouTube-Videos, sollte ich vielleicht auch mal machen. Eine Sache, die ganz klassisch ist, und zwar Kürbisse schnitzen. Die müssen nicht hässlich sein, die können auch schön sein. Vielleicht steht ihr auf sowas oder vielleicht darf es dann doch etwas schöner sein und dann ist es dann doch eher sowas, ja, Kreatives. Seid ihr dann doch wieder eher bei der tiefen Entspannung, dann würde ich sagen, ein schönes Herbstbad mit, ja, Badekugeln, Badebomben oder einem schönen Duschbad, was dann vielleicht nach Vanille riecht oder was dann, ja, so einen herbstlichen Duft hat. Danach seid ihr dann bestimmt ganz tiefenentspannt und könnt ein bisschen runterkommen vom stressigen Alltag. Ihr kocht gerne, ihr backt gerne, dann könnt ihr doch mal ganz, ganz, ganz verschiedene Rezepte ausprobieren. Mein Tipp ist dann immer so ein bisschen in die USA zu gucken. Die zelebrieren den Herbst, die ganzen Seasons immer sehr, sehr, ja, groß. Da gibt es Pumpkin Pie oder ganz andere Rezepte, die ihr hier zum Beispiel seht. Eine Sache, die man vielleicht auch aus den USA kennt und auf den ganzen Instagram-Bildern davon, ist eine Kürbisfarm zu besuchen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas bei uns wirklich gibt. Bin ich jetzt mal ehrlich, gesehen habe ich es jetzt noch nicht. Hat aber nichts zu heißen. Vielleicht gibt es sowas Ähnliches, ausstellungsmäßig auf jeden Fall. Ganz viele Kürbisse an einem Ort. Und eigentlich braucht man das nur für verschiedene Bilder oder Videoclips. Wieder dann für Social Media oder für einen selber. Irgendwie sowas in die Richtung sollte es auf jeden Fall geben. Dann einfach mal gucken. Auf Instagram gibt es ja manchmal sowas, dass die Leute da ein paar Infos sagen. Passend dazu natürlich auf einen Herbstmarkt gehen. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, Herbstmarkt, habe ich jetzt noch nicht so gehört. Gibt es aber, da könnt ihr mir glauben, das ist gar nicht mehr so selten verbreitet. Falls ihr sowas nicht findet, Leute, dann auf ein Oktoberfest. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Würdet ihr es bringen, einen ganzen Film im Café zu schauen oder hättet ihr Angst, dass ihr rausgeschmissen werdet? Verständlicherweise, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, denn in den nächsten Wochen kommt sehr viel Herbst-Content. Verschiedenste Sachen, aber natürlich nicht nur. Ich glaube, das nächste Video wird sogar kein Herbst-Content, aber danach geht es auf jeden Fall weiter. Seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Und ich wünsche euch nur das Beste. Das war's mit meinem Video. Tschüss.